So, willkommen zurück zu Monster Hunter Try. Wir müssen gerade ganz schnell Stadt und so wechseln. Weil wir ja jetzt noch mit anderen spielen werden. Genau, das ist nämlich jetzt unsere extra Bonus-Belohnungsgruppe, zu der wir jetzt gehen werden. Und zwar müssen wir zu Stadttor 17, Stadt 11. So haben wir es denen gesagt. Tor wechseln. Und das muss jetzt möglichst schnell gehen, weil die warten schon alle. Stadttor 17. Ah, da sind schon drei Leute drin, das ist gut. Gut. Stadt 11. Jetzt muss der noch mal ein bisschen. Hä? Ich hab doch gesagt, dass er das Tor wechselt. Warum macht er es dann nicht? Manchmal verstehe ich. Ach, wir sind schon hier. Gut, gut. Wann? Und dann Stadt 11, habe ich gesagt. Ja, genau. Genau. Ja, habe ich den Leuten so. Genau, da sind wir doch. Und hier sind schon welche drin. Wann ist eigentlich immer diese Gen-Jagdzeit? Alle 2-3 Wochen, ich weiß es nicht. Und dann gibt's nur die Quest? Was heißt denn hier nur? Dann ist die dabei. Also. Das heißt so, der ist nicht die ganze Zeit verfügbar. Nee. Also schon, also diese dringende, die gibt's immer. Schreib mal so, hi. So, hallöle. Hallo. Sparky? Hallo, Sparky? Sparky? Wer war Sparky nochmal? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war der schon mal. War auch schon mal dabei. Der war das letzte Mal mit dabei. Da waren wir uns nämlich nicht einig, ob das Sparky V4 oder Spark irgendwas ist und. Ramon, wer ist Ramon? Naja. Und Sparky? Ich weiß. Aber der kann es ja nicht gefolgt sein, oder? Wer? Die Rüstung gebaut nach meinem Vorbild. Ja, toll. Ja, das ist das Problem. Uns haben die Leute nämlich nicht ihre Namen gesagt, die wir eingeladen haben. Haben wir Wechsler? Wechsler, jawohl. Oh, gut. Also, dann schreibt mal Luggy. Und schreib ja. Gut. So. Und da ist der Toni. Ich bin mir gerade bei Sparky unsicher. Aber. Hä? Sparky kann doch keiner von denen sein, die. Ich verstehe es gerade nicht. Sparky kann ja keiner von denen sein, die sich beschwert hatten. Und davon hatte ich zwei Leute eingeladen. Hm. Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Luggy, bitte, hallo, kann uns jetzt jemand mal bitte die Quest hier reinbringen? Bitte, irgendeiner. Das gibt's gar nicht. Ah so, ja, jetzt haben sie es auch verstanden. Gut. Und wir kämpfen wieder mit unserer Mega-Stylischen Ananta Knochenklinge. Wir brauchen langsam mal ein Feuerschwert. Schön wär's. Gott. Nee. Wir spielen schon viel zu lange. Nee. Wir spielen schon viel zu lange. Was soll ich jetzt nachgucken? Ich wollte gerade irgendwas nachgucken, das weiß ich noch. Egal, dann halt nicht. Was mich nur wundert, schreibt mal Sparky, Fragezeichen. Du weißt schon, wo das P ist, oder? Habe ich das vergessen? Nein, du hast ein Ü geschrieben statt einem P. Oh. Warst du nicht schon letztes Mal da? Moment, irgendwer will uns was schenken. Ah, du kannst nicht so viel schreiben. Mann. Ich weiß. Kein Platz für Energy Drink. Moment. Was ist das denn jetzt? Ach so, ich hab noch welche selbst dabei. Energy Drink. Dankeschön. Hä? Moment.
Sparky ist Debusser? Es kann sein. Oh Gott, was? Der hat schon gar nicht eingeplant. Immer wieder das gleiche Problem. Oh Mann. Oh Gott. Naja, sollen wir jetzt sagen, tut uns leid? Ja, lass uns einfach mitspielen, komm, wir machen. Och, mir ist es egal. Oh, nee, ich hab keinen Bock wieder auf den Stress. Wer war noch eingeplant? Soll ich gehen? Moment, boah, nee. Oh. Grübel. Ah, ich hab. Boah, nee. Mir ist es jetzt scheißegal. So. So, Dennis hat jetzt gerade bestimmt, er soll da bleiben. Jo. Also. Na, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch keine PN bekommen. Siehst du? Also. Dann schauen wir mal. Ja, und dann hat der andere halt mal Pech gehabt, ne? Aber da kann man sich ja auch nichts verkaufen. Aber wir haben das eigentlich so geplant, dass wir eigentlich andere belohnen wollten. Ja. Und ich glaub's nicht, wir haben jetzt nicht ernsthaft 10 Minuten mit dem Kack hier vergeudet, oder? Doch, haben wir. Das ist. Das können wir wieder schneiden, oder? Nee. Ah, nee, das ist. Es war nicht geplant, das rauszuschneiden. Obwohl es vielleicht besser wäre, einfach nur noch die Quest zu zeigen. Es wäre einfacher für alle. Jo, also dann werden wir ab jetzt nur noch die Quest zeigen. Und da ist eine Blitzbombe, ne? Da war eine Blitzbombe. Ja, ich hab schon eine. Ah. Sind wir nur zu dritt? Warum sind wir nur zu dritt? Erst dem Sparky sagen, er kann bleiben und dann ohne ihn losziehen. Mann, Leute! Mann! Mann! Was soll das? Es gibt mal wieder nur Stress. Nee, was ist das stressig? Den Lucky kann man nicht angeln, ne? Wer hat mir meine Ration geklaut? Nee, den Lucky kannst du nicht angeln. Bestimmt war es der Ramon, der uns hier unsere Ration geklaut hat. Ja, Ramon. Muss halt das Steak herhalten. Kann man nichts dran ändern. So. Und dann wollen wir mal wieder den Lagiakus machen. Man das kann ihn ja nicht oft genug sehen. Ja, genau, so eine hässliche Kackbratze. Aber wir brauchen nun mal die Sachen davon. Leider. Oh, und da die Sachen alle, glaube ich, Rarität 4 sind, können wir uns die auch nicht geben lassen. Ja, eben. Scheiße. Nee, ich glaube, die sind sogar Rarität 5. Hm, na dann. Ich meine schon. Naja. Es ist eintönig und monoton. Ist doch wahr. Alles blau und immer laggy. Andauernd nur Lagiakrus. Lagiakrus. Das bringt eh nix. So. Ah, hey, Moment. Ach, ich wollte gerade das Programm loben. Es leckt weniger. Haha. Und jetzt geht's. Ja, jetzt geht's wieder los. Jawohl, die Lex. Das ist auch so. Großes Monster kommt. Oh, Lex. Oh, muss sie da einschalten. Das Spiel muss schwer werden. Jawohl. Denn ein leichtes Spiel wäre ja langweilig. Ey, nee. Seit wann. Ey, nein. Mensch. Gibt's ja gar nicht. So, stirb, Lagiakrus, stirb! Sterbe einen qualvollen. Einen qualvollen Tod. Der qualvolle Tod. Nee, ich glaube, in Zukunft machen wir es wirklich so, dass wir dann nur noch die Quest zeigen. Das ist besser. Weil wenn man immer noch sich die Scheiße reinziehen muss, die wir da ab und zu in einer Taverne verzapfen. Dann mache ich wieder Stress, weil ich nicht will, dass das Video zu lang dauert.
Da ist er dann sind die anderen gestresst, weil ich Druck mache. Ach. Dann sind alle genervt und irgendwie hört dann doch keiner auf mich. Das heißt auf Deutsch, alles bist du schuld. Hey, was kann ich dafür? Hast du ein schnelleres Internet als ich? Nein, hast du nicht. Nee. Musst du den Kack uploaden? Nein, musst du nicht. Wenn du kannst, also du kannst mir mal zeigen, wie, kann man auch zwei Sachen gleichzeitig uploaden? Also von zwei verschiedenen Internetquellen? Ja, ja. Könnte man. Aber ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn du deinen Rechner 6 Stunden lang am Stück anhast. Ach, ohne etwas dran zu tun, Sinnvolles. Das ist eigentlich Schnuppe. Beziehungsweise, bei den neuen Upload-Zeiten können wir ja schon mindestens mit 9 Stunden rechnen. Das ist schon lang, also. Für ein Video wohlgemerkt. Ja, ist immer auch schon. Und dann wollen die Leute, ladet mal mehr hoch in der Woche. So, 2 Videos am Tag wären ja schon ganz toll. Genau. Hm? 2 Videos am Tag. Ja. Ja, solange die nicht die 12 Stunden Mark überqueren pro Upload. Ja, ich brauche für meinen Rechner bald ein Atomkraftwerk, ja. Oh nein. Wir bräuchten echt eine schnelle Internetleitung. Dann wäre alles besser, aber nein, das gibt's ja in diesem Kaff hier nicht, ey. Ah, wie bei dir an der Praktikumsstelle. 16.000. 32.000. Oder 32.000, das war viel besser. Das war geil. Dauert das eine halbe Stunde. Maximal eine halbe Stunde. Alter. So macht Uploaden Spaß. Dann könnte man vielleicht, wenn man dann noch ein bisschen mehr Zeit hätte, könnte man sogar sagen, ja, machen wir 2 Videos. Nee, das würde ich aber nicht machen. Zwei Videos am Tag, nee, das verwirrt zu sehr. Das ist zu viel. Nee, mir ist aufgefallen, ich hatte dann mal an einem Tag so 4 Videos hochgeladen. 4. Und dann geht das erste Video und das zweite, was man hochgeladen hat, von denen, die werden dann untergehen. Das ist so. Weil die halt nicht gesehen werden. Weil sie halt irgendwie keine Sau findet. Mit der neuen YouTube-Startseite ist das ja sowieso alles so, dass man keine Videos mehr findet. Also zumindest nicht, wenn Massen am Stück hochgeladen werden. Ja, wurden. Das ist nämlich alles kakakakakakapipipipip. Das ist alles so für, ja, ein Video so pro Woche. Das reicht, genau. Aber dann sich mal anzuhören, was die YouTuber zu sagen haben. So. Darauf wird dann natürlich nicht gehört. Nicht mal für manche Leute ist das ja total sinnvoll, für so Leute, die bloggen und so, weißt du? Aber für Let's Plays ist das mehr als unsinnig. Und ich würde mal fast behaupten, YouTube lebt fast von den Let's Plays. Ja. Also so Let's Plays, Let's Shows gibt es eigentlich ganz, ganz viele. Und mir ist auf einer anderen Seite wie Clipfish, MyVideo oder so, eigentlich noch nie ein YouTube in die Quer. Let's Play. Ja, und mir kommen hier Lags in die Quere. Wieso ist das eigentlich so? Was mit den Lags? Hier mit Dingens. Hier, dass auf Clipfish und so nicht so viel Let's Plays. Also eigentlich gar kein Let's Plays. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht liegt es daran, weil, es könnte natürlich, eigentlich, wenn man strikt nach deutschem Recht gehen würde, dann dürften wir gar keine Let's Plays machen, glaube ich. Naja, wenn aber ACTA noch kommt, dann wird das sowieso. Ach, hör mir mit ACTA auf, das kommt niemals. Ja, ich weiß, aber trotzdem, stell mir vor, wer? Wenn. Oh! Luft wird knapp. Hab ich den Sauerstoffvorrat irgendwo? Nee, natürlich nicht. Nein, aber warum drücke ich immer erst die Taste zum Auftauchen? Ja, keine Ahnung. Los, kleiner Jäger, tauch auf! Alter, wie weit du unten bist. Ja. So. Und wieder runter. Ich sagte wieder runter. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Also was soll das? Also. So. Los. Pass auf. Bleib oben. Ach, ach, ach. Das macht doch alles gar nichts. Der macht sich kaputt. Macht er nicht. Niemals. Humpelt der? Ja, so ein bisschen. Ja, er humpelt. Darf ich weitermachen? Junge, wenn du das dann einmal sagst, dann garantiere ich aber für nichts. Ich wäre jetzt eigentlich dran gewesen, das ist dir schon klar. Ja, du wolltest aber nicht. Ich hab dir gesagt, willst du lange machen? Nö.
Nee, ich hasse Unterwasser. Unterwasser ist scheiße. Stattdessen spielst du mal wieder mit deinem Handy rum. Ich weiß, ich spiel gerne mit meinem Handy rum. Mein Handy ist mein Ein und Alles. Das ist das einzige Ding, was mich versteht. Ja. Nein, aber hier, da ist mir langweilig und nach draußen Flocken beobachten, weil es schon wieder schneit. Ist auch ey, Alter, und immer wenn du was sagst, muss ich nach draußen gucken. Ja. Das war auch schon bei Super Mario. Jetzt so. Ist sogar gelber Schnee da. Nee, da guck ich jetzt nicht. Nee, da guck ich nicht. Das mit zu du doof. Hast Elan, das ist dir schon ja. Bewusst, oder? Dann hier dem Manuel beim Let's Play zugucken, das ist ja auch nicht gerade. Ja, du darfst gleich, was weiß ich, noch irgendeine Ratern oder so machen. Ich will endlich aufsteigen. Da kommen so viele schöne Monster. Also die Monster können wir dann von mir aus en masse machen, aber nicht so ja. Scheiß Lagiakus. Beschwer dich nicht. Doch. Ich kann auch nichts dafür, Mann. Wir können ja mal gucken, was sonst noch für Event-Quests gibt, okay? Ja, was Schönes. Vielleicht auch was Unschönes. Oder was in der Trainingsschule, wo ich trotzdem meine Rüstung anlassen kann. Nix da Trainingsschule, es gibt hier keine Trainingsschule. Ach, nicht Trainingsschule, Arena. Arena. Yeah. Oh, meine Nase juckt, als hätte ich zu viel Koks genommen. Ja, das, was du dir heute Morgen reingezogen hast, war ja auch nicht gerade ohne, ne? Ja, ich habe immer wieder Super Mario gespielt. Ja. Und danach, da kommt er auf einmal mit seiner Kreditkarte an. So, Dennis, soll ich dir mal zeigen? Aber ich sag, ja. So, dann nimmt er seine Kreditkarte, packt tief in seine Hosentasche, zieht etwas raus. Das war ein vergammelter Kaugummi, das war was Falsches. Packt nochmal rein, holt ein Päckchen mit weißem Pulver raus. Verstreut das in seinem ganzen Zimmer, nimmt sich die Kreditkarte, macht das wieder auf ein Häufchen, nimmt sich ein Staubsauger und verbindet das dann so, dass wie eine Pumpe, nur halt mit Saugkraft, so. Und dann lässt er das in das weiße Ding da rein, steckt er das da rein, macht den Staubsauger an und dann inhaliert er das ganze Zeug. Ah, oh, das tat gut. Und jetzt ist er. High on the motion. Ich bin nicht high. Ich bin down. Until you high, until you got die, until you got die. Ich hab grad all unsere Arzneien verballert. Knüppelt der? Och ja. Ah, jetzt war's das, aber bald für ihn. Rücken. Ja, Moment, das laggt. Rücken. Ich muss mal mein ein bisschen hier. Du hast gelben Elan. Mach roten. Ah, der Elan ist leer. Super, wieso ist der Elan leer? Das liegt alles nur daran, dass du nicht spielst. Klar kann ich spielen. Doch, du kannst spielen. Du machst das richtig gut, weißt du. So voll super, voll Bombe. Komm. Wo ist das gut? Jetzt ist er schon wieder paralysiert. Guck mal, der tut mir voll leid. Zuerst gesplashed, dann geparat, dann. Und dann wird mit einem stumpfen Schwert auf ihn draufgehauen. Und dann einer mit dem Großschwert voll am Kopf, Rathalos, Feuerschwert, Vorstufe und Fett mit Feuer. So. Jetzt aber auch wieder gut. Also, hey, was soll das denn? Controller vergewaltigen. So ist das auch gut. Komisch, das, früher die Controller, die haben geschrien, wenn man sie vergewaltigt hat. Und der hier macht das nicht. Der ist ja schon gewohnt. Der ist schon so ausgelutscht und ausgenudelt. Ja, da ist irgend so ein komischer Knirps von Mario spielen dran. Ne, echt jetzt? Ja, sag ich jetzt doch. Jetzt sehe ich auch, was du meintest. Ja. Vorhin. Dann sagt Dennis so zu mir, was ist das da am Controller? Ich guck so hin. Hm. Ja, wird wahrscheinlich so ein bisschen Frustejakulat sein. Guck mal, das hast du schön ausgedrückt. Ja. So wissen jetzt wenigstens nur die etwas älteren mit etwas älteren. Die etwas gebildeteren. Genau, was wir meinen. Ich denke, Frust weiß doch jeder, aber Ejakulat? Da wird es dann schon schwierig. Jetzt mache ich wohl weiter, ne? Ja, wie? So haben wir nicht gewettet. Doch. Nee. Komm, doch. Du hast jetzt schon anderthalb Quests. Wenn du mir versprichst, dass du wettst. Ja, super. Wirfst mich da so ungeschult in eine Situation rein. Ich brauche meinen Flachmann. Wo ist mein Flachmann? Den Flachmann, der liegt gerade auf dem Boden. Haben will. Also ich berechne jetzt schon alles vor, was ich so mache. Weil mein
Kopf schneller denkt, als die Bilder kommen. Das heißt, ich klicke schon. Und wirst trotzdem von Schwanz getroffen. Ja. Alter. Da hat dem, glaube ich, jemand gerade wehgetan. Und ich werde jetzt wieder voll weggenatzt, garantiert. Prost! Prösterchen. Oder nicht meinen guten Scotchy. Mein guter Scotch und der zieht sich einfach so rein. Es gibt nichts Besseres als einen guten Scotch. So, endlich rot mir lang. Und ich werde jetzt voll platt. Wetten, der geht jetzt ins Wasser. Der darf nicht ins Wasser, weil dann spielst du ja wieder. Ja. Oh! Das war's aber bald. Warte, ich habe noch eine simple Fassbo. Eine simple. Ach, das sind die Sachen, die ich irgendwie klaue und mitnehme, aber nie weiß warum. So. Das war ein guter Scotch. Das war auch meiner. Ja. Oh. Ja! Wie, ja! Ja, wie ja! Du bist bewusst. Ja! Nein! Mein Controller liegt in der Controller! Du kannst das ich nicht! Ich kann das! Kannst du nicht! Ich weiß, wie das geht. Ich kann das. Ich habe geübt. Dennis! Die wissen, dass du spielst. Oh ja, das ist gut. Das kam jetzt gut. Also es gab mal die Zeit, da fand man sowas noch lustig. Ja. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts, du Noob. Warum hast du überhaupt die Tastatur weggelegt? Darum. Warum? Weil wir im Moment sowieso nichts schreiben. Oh, Mann. Dann hast du mir gerade gesagt, rechts? Ja. Vielleicht war das falsch? Nee. Doch. Ey, ich hör's auf Video, du bist bestimmt links gegangen. Na, das kann auch sein. Das ist boah, ey. Oh, Mann. Hättest du mich gelassen, ich wäre nämlich in die richtige Richtung gegangen. Ist klar. Ey, meine Freunde, hier bin ich wieder. Euer Lieblings... Fuck, jetzt wäre ich sofort mal wieder genutzt, ne? Nee. Ein guter Spieler hätte das gewusst. Hast du überhaupt gewetzt? Ja, gerade eben schon, ist dir gar nicht aufgefallen, habe ich auf Video. Ha! Ha! Oh. Wer ist gerade sterben gegangen? Der Typ, der gefragt hatte, ob du spielst. Ja. Wie peinlich. Das wäre. Da hast du wahrscheinlich auch gespielt, ne? Wo kann der den mal töten? Wie lange wird das Video jetzt noch, ey? So, sobald ich jetzt mein Schwert wieder rauspacke, fangen die Lecks wieder an, ne? Genau, verrecke los. Verdammter Hacke, ich krieg die Kotze. Ja, ich auch. So, der geht jetzt wieder zurück hier, Spiel. Moment, ich nehme jetzt beide Finger und stecke sie ganz tief in den Mund. Soll ich dir dabei helfen? Ah. Dann ist es schon ein Problem. Was denn? Mein Bein juckt. Ja, und ich hab die Links Hände oder voll. Rechts oder dein drittes Standbein? Hä? Ja, links oder rechts oder dein drittes Standbein? Das dritte Standbein. Nee, das kannst du selbst kratzen. Dann halt das linke, ist mir egal. Nee, dann muss ich mich über dich spucken, das mach ich nicht. Dann das rechte. Ah. Ich will da nur, dass mich jemand kratzt. Okay, ich kratz dich am rechten Arm. Ey, hör's aus. Keine Ahnung, ich stehe. Oh Gott. Oh. Ey. Also der Manuel hat gespielt, das zweite Mal. So, das werde ich dir jetzt sofort mal schreiben, dass hier keine... Fuck! Das war... Du hast den Controller ausgesteckt. Fuck, ey. Quest nicht erfüllt. Das passiert auch nur dem Manuel. Ich kann nichts dafür, Dennis hat mich gekratzt, ja?
kann man eigentlich nur hier mit spielen. Nee. Und dann geht's weiter. Im nächsten Part von Monster Hunter Try. Und hoffentlich werde ich dann nicht mehr gekratzt. Ey. Bis dann. Und tschüss. Nicht kratzen. Du wolltest gekratzt werden.